das an. Wenn mein Sensorengitter nicht kaputt ist, ist das definitiv der Ort, nach dem wir suchen. Hey, wo ist der Caddy hin? Hey, Kohlkopf, komm raus. Bitte, hinter dir. Eine wunderschöne Binsenweisheit, Ray. Na gut, es liegt mal wieder am Neuling. Der Neue gegen die Welt. Die Welt der Geister. Wo sind wir? In irgendeinem Keller oder sowas. Randvoll mit, oh nein, schwarzem Glibber. Dann holen wir mal hier unseren Schleimwerfer raus und machen erstmal hier ein paar Aufräumarbeiten. So, und da drüben noch. Und was haben wir hier? Kein Artefakt, okay. Glibber, Glibber, Glibber. Der Weg ist frei. Teilweise. Wo müssen wir lang? Gehen wir mal hier hin. Ah, da drüben. Oh. Denk immer daran, was du gelernt hast. Ja, was habe ich denn gelernt? Im Grunde gar nichts. Denn immerhin bleibt die Arbeit ja immer wieder bei mir. Oh. Moment, Moment, da drüben. Hatten wir die schon? Ach, jetzt waren sie schon wieder so schnell weg. Wir müssen langsam machen. Da haben wir noch einen. Kleiner Geist. Einmal scannen. Dankeschön. Und jetzt wird losgeklippert. Hier drin dürfen wir nicht sterben. Denn wenn wir hier Game Over gehen, dann gehen wir Game Over. Jetzt sind wir bei der anderen Seite. Was haben wir hier? Ein Generator. Können wir damit irgendetwas machen? Ja, wir sollten uns erstmal hier um Team Glibber kümmern. Da holen wir besser mal hier die Pfeile raus. Das sollte auch funktionieren. Sehr schön. Und einmal hier alle weggeholt. Mixing Room. Was für eine Suppe. Ah ja. Oh, da drüben. Das Tor geht runter und wir sind gefangen. Bestimmt kommt jetzt gleich hier so ein riesiges Glibbermonster. Das würde zu meinem Glück passen. Hier kommen wir nicht weiter. Versuchen wir es mal auf der anderen Seite. Yep, sieht gut aus. Okay. Unser PKE. Signale. Wärmer. Moment, hier drüben.
Einen Scan bitte. Ach wirklich, wir hatten eben gerade hier so ein Objekt. So, wie können wir hier den Schleim... Ah, okay, ich verstehe. Einmal so. Und einmal so. Und dann das gleiche hier drüben, ganz schnell. Wir müssen uns wohl beeilen. Und jetzt? Hm. Funktioniert nicht. Machen wir es nochmal. Einmal so hier runter. Hm. Na gut. Ich glaube, die müssen ganz hier unten drauf. Doch wie? Können wir da irgendwas machen? Können wir die Kette irgendwie zerstören? Nö. Also sie gehen noch so ein ganz kleines Stück runter. Aber weiter geht's irgendwie auch nicht. Oder es gibt noch so welche. Na, der hier. Noch so ein Stück runter. Sehr merkwürdig. Dann schauen wir mal, wo könnten wir noch irgendetwas machen. Was haben wir hier? Einen Schlauch. Moment, was haben wir hier drüben? Überhaupt gar nichts, okay. Können wir irgendwas mit dem hier machen? Das wäre doch auch möglich. Einmal so hier hoch. Machen wir noch eins hin. Und noch eins hin. Nee, funktioniert auch nicht. Na, das gibt's doch gar nicht. Was müssen wir hier tun? Ich habe keine Idee. Also. Die beiden hier konnten wir hier runterziehen. Soweit, so gut. Jetzt müssten wir nur irgendwie diesen Clipper loswerden. Aber wie? Selber in den Clipper gehen. Nee. Oder? Funktioniert sowas? Können wir uns hier irgendwie den Weg frei machen? Nee, funktioniert nicht. Was könnten wir denn noch machen? Was haben wir hier? Wir könnten den Clipper füttern. Was haben wir hier? Können wir das aufmachen? Nee. Ich bin echt irgendwie überfragt. Also hier drüben. Schauen wir mal ganz kurz mit dem PKE. Hier müssen wir die runter machen. Okay. Dieses Tor verwenden, ja. Und jetzt hier drüben. Dieses Tor verwenden, ja. Ja, aber warum funktioniert das denn nicht? Was können wir denn jetzt noch machen? Ich meine, im Grunde geht doch gar nichts mehr. Weiter runter können wir die nicht tun. Oder doch? Oh Mann. Ich bin total überfragt, was wir hier... Aha! Naja, dieses kleine Stück noch. Also da muss man erstmal drauf kommen. Ich hab's doch gewusst, ein riesengroßer Schleimklumpen. Extra für uns. Hey du. Okay, okay, wir spielen das Spiel. Ja, ist gut, ist gut. Was haben wir hier? Oh, wir sollten ihn scannen. Einmal fürs Familienalbum und die hatten wir schon. Dann hauen wir einfach mal drauf. Alright, alright. Und da klippert er schon davon und der nächste kommt. Also wirklich noch einer.
Einmal hier den Pfeil, obwohl die funktionieren gar nicht mal so gut. Oh Gott! Schnell raus hier aus der Ecke. Ganz schnell raus hier. Oh nein, ich häng fest. Ich häng... Zur Seite. Rennen, rennen. Immer schön wegrennen. Oh nein, und wir sind Game Over. Na gut, okay. Ich würde mal sagen, wir bleiben hier oben. Und nehmen mal die Waffe. Die funktioniert ein wenig besser. Und dann gehen wir ihm volle Breitseite. Den ersten haben wir, den ersten haben wir. Die Kleinen, die sind in Ordnung, ich meine. Ja, sie hauen auch rein, aber es geht noch so. Erstmal hier die Großen wegholen und gucken, dass wir da drüben diese Gruben zubekommen. Damit keine neuen kommen. Na, wenn man alleine ist, ist das Spiel schon ganz schön schwer. So. Kümmern wir uns um die Gruben. Einmal hier zugeglibbert. Sehr schön. Oh, das tat weh. Okay. Irgendwo rennt doch noch einer. Glibber dich davon. Hui. Gut, wir sind fertig. Und jetzt müssen wir wohl die Dinger wieder nach oben bekommen. Einmal so. Daneben. Und hier drüben. Hm. Ach, wir können da hinten weiter, okay. Dann tun wir das. Mann, ich bin echt froh, wenn wir hier raus sind. Wenn wir jemals rauskommen. Hui, hier drüben könnte ein Artefakt sein. Wie kriegen wir diese Wand hoch? Ah, wir versuchen es mal hier mit dem hier. Nee, funktioniert nicht. Dann gehen wir mal hier weiter. Naja, wenn es ganz hart kommt, dann eben ohne Artefakt. Ich meine, unbedingt brauchen wir die jetzt alle auch nicht. Na, wer bist denn du? Oh, wir bekommen Besuch, nämlich von ganz vielen kleinen Skorpionspinnen-Dinger. Was weiß ich. Wärmer und wir finden ein Artefakt aus der Zukunft, nämlich die Ghostbusters DVD. Ein sehr merkwürdiges Artefakt, aber verflucht. Glibber weg mit Glibber. Oh, I'm not afraid of ghosts. Hm, wir müssen irgendwie nach oben. Was haben wir hier drüben? Keine Werte, dann müssen wir wohl hier lang. Moment. Ich sitze an einem dunklen Ort fest. Kann
kaum die Arme bewegen. Kannst du mich finden? Ich versuch's, Vinny. Ich glaube, du kommst mir näher. Die Geräusche werden lauter. Weißt du, ich habe dich immer mehr gemocht als die anderen. Ach wirklich? Sieh mal einer an. Das nenne ich Freundschaft. Was haben wir hier? Irgendein Ektoplasma? Such weiter, Mann! Ich muss irgendwo hier drin sein! Ich bin dabei, Vinny. Halt aus! Schleim. Noch mehr Schleim. Na, möglicherweise hier. Hey, oder... Hier drin! Hilf mir doch mal! Moment, Moment. Eben gerade. Ja, 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 ja. Nein. Merkwürdig. Hör auf, Blödsinn zu machen und hol mich heraus. Ach, da drüben. Das könnte es sein. Sieht gut aus. Ich würde mal sagen, wir feuern drauf. Oder auch nicht. Hey, danke, Mann. Ich habe da drin echt Krämpfe bekommen. Das alles sieht irgendwie vertraut aus. Ray würde jetzt schon kichern. Hier kommt all dieser komische Schleim wohl her. Da, von hier aus müssen sie ihn direkt in die Kanalisation gepumpt haben. Los, wir suchen Egan. Und dann kommt Peter an die Reihe. Ganz viel Blubber. Na, zum Glück sind wir jetzt nicht mehr alleine. Was ist das für ein Ort? Sieht mir aus wie irgend so eine Industrieanlage. Was haben wir denn hier? Wieder mal ein Artefakt und zwar ein Glas. Oh, 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 brennender Schleim. Wo lang? Nein, wir können hier nicht drüber springen. Dann müssen wir wohl außen rum. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Dann müssen wir wohl nach oben. Der Shandor-Kult hat hier echt verrückte Experimente durchgeführt. Es gibt blauen Schleim, lila Schleim, gelben Schleim. Aber jeder Geist hier drin ist mit schwarzem Schleim überzogen. Wodurch wird der generiert? Wo kommt der nur her? Ich denke mal, wenn du blauen, gelben, grünen, lilanen zusammenmischst, dann, ja. Black. Die Kombination macht's. Ah ja, hier drüben. Vinny, was meinst du? Wo müssen wir lang? Da hätten wir nochmal eine Tür, dann da hinten noch. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen hier lang. Da kommen neue Gegner. Dann klippern wir gleich mal zu. Oh, den müssen wir scannen. Warte, den müssen wir scannen. Sehr schön. Denke ich auch. Und jetzt klippern wir hier erstmal die Grube oder die Pforte zu. Dass sie seit 80 Jahren tot sind, hat ihre Laune in keiner Weise verbessert. Naja, wie auch. Ich weiß nicht, wer von euch mich in diese Kiste gesteckt hat, aber ihr schuldet mir alle eine Entschuldigung. Und mir erst, ich meine, immerhin war ich im Gully. Alleine, verlassen und einsam. Das war ein Fehlergeist. Shandor ist nicht hier, um dir jetzt zu helfen, was? Mal sehen, wie es dir gefällt, in einer kleinen Kiste zu leben, amigo. Na, der ist weg. Na komm. Mann, dieses Level, das zieht sich wirklich nochmal endlos. Das ist ein bisschen schade immer, wenn die Entwickler am Ende so die Kaugummi-Levels einbauen. Halt wirklich dann etappenweise immer wieder Gegnerwellen besiegen. Immer und immer wieder. Na, wo sind sie denn hin? Da drüben. Den einen haben wir, wieder einen und jetzt gleich den nächsten.
Wir könnten auch gleich mal wieder Upgrades holen. Winnie? Wo müssen wir hin? Hier drüben. Da kommen wir nach unten. Ja. Bin mal gespannt, wo Peter und Egan sein werden. Wahrscheinlich auch in so einem Sarkophag. Na komm, jetzt klibbern wir ihn voll. Wieder weg. Ja, dann schnapp ihn dir doch, Winnie. Ein Geist, den werden wir jetzt doch wohl hinkriegen. Sieht gut aus und wir haben ihn. Sehr gut. Ich glaube, im Hauptquartier werden ein paar Leute große Augen machen. Mann, was haben diese Spuke hier drin nur vor? Ich verstehe ja das ganze Mandala-Unsterblichkeit-Machtding, aber was hat der ganze Schleim damit zu tun? Die Insel muss sich direkt auf einem dimensionsübergreifenden Portal befinden. Ich glaube, ich höre euch, Leute. Ja, das hört sich wie meine Ausrüstung an. Ihr kommt näher. Holt mich hier raus. Ich will nicht von schwarzem Schleim gefressen werden. Egan, halt durch. Wir sind fast bei dir. Ich korrigiere, wir sind bei dir. Das wird positiv in deiner Personalakte erwähnt. Meistens finde ich die Nähe von Schimmelpilz sehr stimulierend, aber das war etwas zu viel Stimulanz. Hast du Venkman gesehen? Naja, weißt du... Hast du nach ihm gesucht? Naja, weißt du... Das Meter zeigt an, dass er irgendwo in dieser Richtung ist. Na dann, gehen wir. Je schneller wir hier fertig sind, umso besser. Erstmal hier wieder zuklippern. Ich arbeite dran, Jungs. Ich arbeite dran. Deckung suchen. Ich sagte und sage immer noch. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Grube, Grube. Na gut, dann wechseln wir hier nochmal auf die Streuwaffe. Ich glaube, die funktioniert ein bisschen besser. Kommt mir so vor auf jeden Fall. Wir könnten halt noch Upgrades holen. Wir haben ja noch eine andere, aber die habe ich so gut wie gar nicht verwendet. Versuchen wir es mal. Vielleicht haut sie ja richtig böse rein. Oh. Ja, sie haut richtig böse rein. Aber sie wird eben auch ganz schnell heiß. Moment, wir machen gleich mal hier drüben gleich wieder die Grube zu. Oh, noch einer. Und da kommen ja immer mehr. Na, ich kann mir... Oh nein! Woher kommt denn der? Perfekt. Winnie, Egan, seid ihr in Ordnung? Was bedeutet Ärger? Achtung! Pass auf! Über dir! Oh! Deckung suchen! Also jetzt hier so im Ende, da kommen noch mal richtig viele. Richtig nervig. Yes, die hängen fest. Einer weniger. Und da drüben der letzte. Und dann sollten wir fertig sein. Diese Maschinerie deutet auf ein erstaunliches Maß an Raffinesse hin. Wenn man das rein böse außer Acht lässt, war Ivo Shandor seiner Zeit weit voraus. Ich muss meinen Hut vor Shandor ziehen. Dieses Labor wurde vor wie langer Zeit gebaut? Wirklich beeindruckend. Offenbar war Shandor der paraphysiologische Experte seiner Zeit. Bleib im Licht, Egan. Ich versuch's ja, Winston. Sollten wir versuchen, Peter zu finden, oder... Die haben ihn vermutlich hier irgendwo eingesperrt. Ja, dann sollten wir ihn suchen. Hilfe! Jo, ein bisschen Hilfe! Psst. Ich glaube, ich höre ihn. Kommt rein, Jungs. Hat jemand Pause gesagt? Ja, das ist Venkman, ganz klar. Also wollen wir das absolut wirklich? Wir brauchen unsere volle Stärke, um diesen Knoten zu deaktivieren. Perfekt. Ich habe das Gefühl, das Blatt wendet sich zu unseren Gunsten. Such den Mandala-Knoten und schalt ihn ab. Dann dürfte sich jemand furchtbar ärgern. Ach, Moment mal. Hey, ich hab zu tun, Peter? Muss Leute treffen. Können wir hier raus? Prima. Ich bin froh zu hören, dass es Peter gut geht.
Ja, Peter war natürlich mal wieder überhaupt gar nicht gefangen, weil Peter immer Glück hat. Oh, neue Signale.